Technik beschäftigt uns jeden Tag und es ist auch wichtig, diese Innovationen auch zu leben und umzusetzen. Wir befinden uns natürlich in einem Wettbewerb, in einem internationalen Geschäft und hier muss sich auch jeder Mitarbeiter weiterentwickeln, auch die Bereitschaft haben, beispielsweise ins Ausland zu gehen und sich weiterzubilden. Lebenslanges Lernen für mich persönlich bedeutet, nicht stehen zu bleiben, sondern immer weiterzugehen. Auch den Wunsch haben, immer an den Innovationen oder an neuen Themen dabei zu sein und die Neugierde mitzubringen und vor allem auch sich nicht mit angeeignetem Wissen zufrieden zu geben. Quartäre Bildung muss viel wichtiger werden, als es das im Moment ist. Das heißt, zum einen müssten sich Hochschulen viel weiter öffnen. Sie orientieren sich immer noch zu stark an dem sogenannten Normstudierenden, der jung ist, ein Abitur hat und in Vollzeit studiert. Wir brauchen, wenn wir Bildungsgerechtigkeit, das heißt Teilhabe ermöglichen wollen und auch Kompetenzentwicklung am Arbeitsplatz oder berufsübergreifend fördern möchten, viel mehr Unterstützungssysteme oder Weiterbildungsangebote, die nachfragenorientiert sind. Hochschulen und Universitäten müssten sich meiner Meinung nach da viel stärker auf dem Weiterbildungsmarkt positionieren, als sie es bisher tun. Berufsbegleitende Studiengänge, das nimmt definitiv zu. Und der Wunsch der Mitarbeiter besteht auch, ins Studium zu gehen. Und deshalb ist eine Herausforderung beispielsweise aus Seiten der Unternehmen, hier auch flexible Arbeitszeitmodelle anzubieten, hier auch gewisse Freiräume zu schaffen, also sei es über ein Sabbatical, sei es über Teilzeitmodelle, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass uns die Hochschulen hier diese Flexibilität bieten und auch zu den richtigen Zeitpunkten ihre Seminare anbieten. Es dauert ja eine gewisse Zeit, bis ein Studiengang entwickelt ist, bis der akkreditiert ist und tatsächlich dann auch Absolventen generiert, die bei uns einsteigen. Vor dem Hintergrund, denke ich, ist es auch sehr wichtig, dass Hochschulen und Unternehmen in einem stärkeren Austausch oder Dialog treten, um gemeinsam nachfragenorientierte Weiterbildungsangebote zu entwickeln. Wir sind regelmäßig mit Hochschulen im Austausch. Wir haben ja auch langjährige Hochschulkooperationen und die pflegen wir auch. Wir laden unsere Kooperationspartner ein, um auch gerade Neuerungen, technische Neuerungen, Innovationen und auch Trends zu diskutieren und auch gemeinsam zu überlegen, wo geht es denn hin in Zukunft. Wir müssen uns an Hochschulen stärker auf diese Diversität der zukünftigen Studierenden an Hochschulen einstellen. Und ich denke, zentral ist hier einmal die schrittweise Reduzierung des Frontalunterrichts. Das heißt, es geht nicht mehr nur um die reine Stoffvermittlung, sondern vielmehr darum, sich als Lernbegleiter oder Lernbegleiterin zu verstehen, Lernprozesse zu unterstützen, vor allem das selbstgesteuerte und eigenverantwortliche Lernen, sich immer wieder auch in Frage zu stellen, auch zu überlegen, wo möchte man hin, was ist die Aufgabe, die man übernehmen möchte, die einem Freude bereitet. Ich finde es wichtig, dass jeder auch für sich die Entscheidung treffen kann, sich lebenslang persönlich weiterzuentwickeln.